So, roter Whitebeard fängt an mit einer Nisel Search. Muss dann noch ein bisschen überlegen. Ja, die stehen zu null. Ich habe hier extra einen der Top-Levels rausgesucht. Schwere Entscheidung dann anscheinend. Da wird ein Fossa genommen. Okay, dann geht mein Endturn von unteren, vom roten Whitebeard, nennen wir es rot und blau. Und damit geht's weiter zum blauen Whitebeard. Ich glaube, im Mirror of Rüstu, glaube ich, dann. Okay, komm auch ein ISO Search. Naja. Also das mit den Live, das kann schon sein, weißt du, wenn du in einem Locus, bis jetzt aber Locus gespielt hast, wo das, wo kein Judge ist, was drauf geschaut hat, dann kann das schon passieren. Aber bei so einem Turnier muss man wirklich drauf achten. Deswegen habe ich jetzt einfach noch, weil ich früh genug interrupten habe können, habe ich es ihm gesagt. Nimm auch einen Fosser. I see a mirror. So, blauer hat jetzt auch noch den. Jetzt müsste er noch sein Fossa in der Hand nehmen. Ich glaube, da ist ein bisschen auch die Diversität dabei bei den Jungs. Jetzt hat er es gesehen. Wie gesagt, da ist ein bisschen, glaube ich, Nervosität auch dabei. Das wäre sehr für Free und Foster spielen. Die neue ISO-Search-Technik. Ich spiele den Charakter gleich direkt aus für Free. Und hier kommt ein 9K-Swing mit Whitebeard auf Leader. Das nimmt auf die Hand. Also das heißt, roter Whitebeard hat keinen Turn 2 Play und geht in seinen Endturn, dementsprechend nimmt er live auf die Hand und wir gehen über zum Blauen. Six-K-Swing auf Leader wird mal begonnen. Der schaut aber so aus, als dass er entweder ein Frankie, ein Ruffy oder Atmos oder Speechill Play kommt. Nimmt er sogar auf die Hand. Okay. Ja, da kommt Vanilla Frankie. Und dann geht es in den Endstep, dann nimmt er wieder das Live auf die Hand. Ja, das wird dann einfach eine Materialschlacht zum Schluss. Dann einfach, gehe jetzt mal davon aus von den beiden. Die nehmen einfach jedes Live auf die Hand. Und dann zum Schluss wird es dann einfach eine Materialschlacht. Schaut euch die Hände an. Alter Schwede. Roter Whitebeard fängt wieder mit einem 6K-Swing an. Wird mit einem 1K-Counter sogar abgewehrt. Dann kommt Marco für 5. K.O. und Iso. Und damit gibt er ab. Und der rote Ruffy nimmt, der rote Whitebeard nimmt sie dann wieder ein Leben auf die Hand. Dann gehen wir wieder zurück zum blauen Whitebeard.
Six Kiss Ring the Leader. Und da hat er wunderschön einen Touch gesagt. Da will ich ihn erst nach dem Game darauf hinweisen. Also, wenn der geht, da ist er dann selber schuld. Okay, den 6K Swing nimmt er auf die Hand. Kein Trigger aus dem Live. Nochmal 6K Swing auf Live. Nimmt er auch auf die Hand. Oh. Kein Trigger. Dann kommt der Ruffy, Rush Ruffy. Nochmal 6K Swing auf Live. Welchen Wonky-Counter wollen sie? Alter Schwede, die Hände der beiden. Wird mein Wonky-Counter abwerfen? So, jetzt geht der blaue Ruffy in den Endstep, dementsprechend nimmt er eine Handcut wieder auf die Hand. So. Die geben Gas, die Jungs. Wir sind in Turn 3, ne, Turn 4 sind wir. Und einer von den beiden ist schon auf 0 Leben. Ja, jetzt ist interessant, was macht jetzt der rote Viper? Geht er auf Board oder geht er auf Live? Und wie viel Counter-Events hat er? Ich meine, er muss jetzt wahrscheinlich mal gegen einen Ruffy vorgehen, weil sonst bringt ihm sein Fosser nichts. Er sagt auch gerade, der Rush Ruffy ist ein Problem. Ja, das ist jetzt schwierig. Für den roten Whitebeard ist jetzt gerade schwierig. Er hat sich jetzt einfach zu schnell auf 0 Leben hauen lassen. Und jetzt liegt da ein Rush Ruffy und er hat auch Sarah Whitebeard als Gegner. Hier wird jetzt eine Otama investiert für minus 2k auf den Rush Ruffy. Das heißt, er ist jetzt bis End of Turn ein 4k-Charakter. Da wird dann Ruffy mit 7k attacked. Lost ein KO gehen. Six K Swing auf Leader. Und wird mit einem Robin 1K Counter gecountert. Kommt für eins noch eine Nami. Ich vermute mal, er sucht jetzt noch einen Guard Point, Radical Beam oder einen Chopper. Findet einen Guard Point. Den hat er gleich sofort genommen, also er hat wirklich danach gesucht. Er kann jetzt für zwei einen Fosser sparen.
Mit 1 getappt. Kommt nochmal eine Nami. Also er sucht irgendwas hart. Er sucht irgendwas. Irgendwas sucht er gerade. Okay, er findet auf jeden Fall einen Sanji. Und wird nochmal was für 1 getappt. Trash die Iso. Spült einen Chopper aus. Also er hat wirklich wahrscheinlich hart nach seinem Radical Beam gesucht. Oder noch einen weiteren Guard Point auf jeden Fall. Also wir wissen von 2 Events auf der Hand. Und ich glaube, die 2 Würfeln sollen heißen, dass es 9 Karten sind. Glaube ich fast nicht, oder? Obwohl, wenn sie Doppelsnifft sind. Sollen wir schauen, was jetzt der blaue Whitebeatress macht. Jetzt verheerend für den roten wäre, wenn jetzt ein Vista oder ein Marco kommt. Zehn Karten, okay. Keine Ahnung, für was die Würfel auf der Name sind, aber die Handkarten sind es nicht. Ja, blau ist auf 8 down und rot war gerade auf 7 down. Aber ich glaube, rot hat keine Zeit, dass er jetzt an der nächsten Turn einen 9-Cost-Whitebeard ausspielt. Weil dann ist er einfach dead. 6K mit Frankie auf Face. Wird mit einem 1K abgeworfen. Wird der Fossa abgeworfen sogar dafür. Hier kommt der Makro. KO den Chopper. Jetzt ist die Frage, geht er jetzt auf Full Swing? Glaube ich fast nicht. Ja, 6K Swing of Life. Wird mit einem Tuke abgeworfen. Der Whitebeard macht, also der rote Whitebeard macht schlau. Und dann spielt noch blauer Whitebeard, spielt dann noch einen Fossa, geht in seinen Endstep und nimmt noch ein Leben auf die Hand. Ah, true, das sind gegnerische Handkarten. Das kann natürlich sein. Gut mitgedacht, ja. Das sind die gegnerischen Handkarten. So. Also wir wissen ja alle, dass der blaue Whitebeard einen Touch auf der Hand hat. Den hat er uns so zweimal so wunderschön präsentiert. Jetzt wird mit Marco auf Frankie attackt für 6K. Wird mit Frankie abgewehrt. Ein 1K-Counter.
Hat der rote Whitebeard noch einen Marker auf der Hand? Das wäre jetzt noch sehr gut gegen den Fosser. Nochmal 6 Guess Winged Leader auf Frankie. Hat noch volle 9 Down auf ready. Okay, wirft ein Speed Shield auf ab. Also immer noch kein Tetch. Tetch immer noch in der Hand, Leute. Was sehen wir jetzt für ein Play? Für 5? Das könnte ein Marco sein. Oh, Rush Ruffy. Warum nur 6K Swing auf dem Frankie? Nochmal ein Switch in. Tetch immer noch in der Hand. Ich zieh den Schmäh durch, Leute. Ich sag's euch. Okay, nochmal 2. Trash Nami. Für einen weiteren Fossa. Und gib damit ab. Jetzt verstehe ich, warum er nur mit 6K attacked hat. Sieben gegen 6 Handkarten. Beide haben einen Blocker. Aber blauer Whitebeard hat noch ein Leben. Also blauer Whitebeard könnte sich jetzt erlauben, einen Nine-Cost zu spielen. Jetzt blauer Whitebeard denkt jetzt ein bisschen länger nach. Das ist in dem Board State ist es wirklich verständlich, dass man so ein bisschen herum überlegt. Elonard, ich glaube, das ist eine Whitebeard-Liste, was einfach Kamaki noch spült. Ich habe jetzt schon viele Whitebeard-Listen gesehen, was entweder Otama oder Maki noch spülen oder einfach die Maki noch cutten, dafür mehr Straw Hat 2Ks reingeben, damit du einfach mehr Targets für Nami hast. Ihr kommt auf jeden Fall ein Ace. Aber ja, die Entscheidung verstehe ich auch nicht, warum. Weil es ist trotzdem ein potenzieller Attacker, das stimmt. Also gehen wir davon aus, die zwei Minus gehen auf Ace und Ruffy. 6K Swing auf den 3K Ruffy. Das ist jetzt die richtige Entscheidung auf jeden Fall, dass er auf den Ruffy geht. Ne, Chris, wir sind noch in Runde 4. Ja, muss er K.O. umgehen lassen, das ist einfach Zufall. Wäre Zufall-Investment, dass er den am Leben erhält. Jetzt kommt 6K Swing auf Leader. Beide sind 3-0 dann schon. Wir sind in Runde 4. Das heißt, einer der beiden steht dann 4-0. Genau, beide stehen 3-0. Alles gut, alles gut. 6K Swing wurde mit einem 1K abgewehrt.
Wir wissen, dass der rote Whitebeard hat noch einen Guardpoint auf der Hand. Danke, Gizmo. Schau ich mir da noch an. So, Entschuldigung, da war zwischendrin Seven Case Ring mit Ace. Ja, jetzt nehmen sie natürlich beide Spieler ein bisschen mehr Zeit. Es sind wirklich harte Entscheidungen. Willst du jetzt blocken? Willst du eine Counterkarte dafür abwerfen? Ich habe leider jetzt nicht zugehört, ob es jetzt auf Marco ging oder auf Life ist der Attack. Wahrscheinlich eher auf Marco. Deswegen ist jetzt, glaube ich, die Entscheidung auch so schwer. Weil die Sache ist, du spielst jetzt mal hauptsächlich jetzt in die Strawbit-Listen, spielst du ja jetzt keine. Oh! Red Hawk. Oh. Mit Red Hawk wird Foster KO'd. Das ist auch so ein bisschen überraschend. Ja, das ging auf jeden Fall auf den Marco, weil jetzt ist 7 auf 7. Das heißt, er muss noch einen 1K abwerfen. Und noch oder in dem Fall ein 2K. Dann haben wir einen 6K Swing mit Leader auf Marco. Der Red Hawk war jetzt wirklich überraschend. Das Spiel nicht fülle. Jetzt verstehe ich ja, warum der rote Whitebeard so lange überlegt hat. Die Sache ist nämlich die, du spielst jetzt, was ich nämlich sagen wollte, in Strawbit-Listen, spielst du jetzt hauptsächlich nur mehr Counter-Events und deswegen, die willst du ungern für dein Marco abwerfen. Und jetzt ist halt die Überlegung, lass ein KO gehen oder nimmt dann Fossa wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, jetzt die Überlegung. Oder er kann einen Guardpoint abwerfen dafür. Ja, da ist die Überlegung, ob er mit Fossa blockt. Ja, es ist. Man kann Slowplay machen. Okay, da. Oh! Okay. Okay, da hat er jetzt. Wollte jetzt einen falschen Marco-Effekt machen. Aber er lässt jetzt einfach KO gehen. Und dann kommt nochmal für 2 nochmal ein Fossa. Und damit nimmt er das letzte Leben auf die Hand und let's go.
Whitebeard hat jetzt, also der rote Whitebeard hat jetzt da aus Versehen, wollte jetzt den anderen Marco-Effekt, den Blocker-Marco-Effekt nutzen. Aber blauer Whitebeard hat aufgepasst. Ja, es waren beide. Both of them was confirmed with this. So the blue player says, okay, it's okay. Yeah, Marco is KO'd, yes. But the both are confirmed with it is that a red white bit take shows a pack in hand. I think this two are nervous. I think this is their first big event. Yeah. So, beide haben jetzt einen Blocker. Nesty, the Marco was reduced to 3k from the ace. So the Chozo was trashed for the effect, but it's the wrong Marco effect. So and this is the reason because he take the Chozo back in hand. Yeah, good will of opponent, auf jeden Fall. Yeah, both player, okay. You can't hear them, but I hear them. So, blue Whitebeard was informed him that's the wrong effect, and he was confirmed fine with it that he take the Chozo back. And so he knows one card in the hand, two in. Or two cards now. Weil wir wissen ja vom Radical Beam und wir wissen vom Chozo. Six-K Swing of Life. Wird jetzt mal der Tetch abgeworfen. Wir werden sehen. Okay, da wird ein Foster abgeworfen. Also ein 1K-Counter. Six-K-Swing mit Nami. Wird jetzt der Tetch abgeworfen? Ich sag's euch, Leute, ich zieh den Schwede durch. Ja, wie du sagst, er ist einfach in den so verliebt. It's time to say goodbye. Hä? Jetzt schon? Also, Blödsinn, war nur Warning, dass 5 Minuten bis so wird. Er wirft wieder einen anderen Wonky-Counter ab. Er ist wirklich an den Tetch verliebt. So, da werden noch 2 getappt. Nochmal ein Fosser. Und damit mit 4 offenen Don. Wird abgegeben an Bluebeard.
Aber ja, Bluebit ist wirklich stuck auf sein Touch. AK Swing mit Marco auf Leader. Er will den Guardpoint rausziehen. Kommt jetzt der Guardpoint wahrscheinlich? Ja, spielt ein Guardpoint. Also er spielt jetzt wirklich um den Chose rum auf jeden Fall. Deswegen kam jetzt auch der 8K Swing. Bluebeard war sie von den Unchoser, von daher spielt er auch drum rum. Jetzt kommt ein 9K Swing mit Frankie. Da wird jetzt ein potenzieller Radical Beam geforced. Kommt der erste Fossa-Block. Ne, wir haben schon einen Redhawk gesehen. Also Whitebeard spielen maximal einen Redhawk. Und den haben wir schon gesehen. Nochmal 9K Swing mit Ace. Okay, er macht jetzt dann nochmal einfach dreimal 999. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Die Frage ist, muss er mindestens rauscountern können. Ansonsten ist es GG für Bluebeard. Wird auf jeden Fall geblockt. Also er lockt ihn wirklich dass er Full Swing macht. Aber er macht's. 9K Swing mit Whitebeard. Hat er jetzt einen Redhawk auf der Hand oder nicht? Wir wissen vom Chozo. Guardpoint. Oh, und er hat einen Chozo. Er konnte da rauscountern. Und jetzt geht's weiter zu Redbeard. Bluebeard hat ja auf jeden Fall noch den Fossa. Und er hat einen 1K-Counter mit einem Touch. Jetzt braucht er Stop-Tag. Und? Hat er einen Marco? Oder einen Ace? Definitiv, ohne eine Makino wird schwierig. 9-9 und Praying könnte sie ausgehen, auf jeden Fall. Was wäre sonst noch die Möglichkeit? Wenn jetzt ein Chozo braucht 4, eins zum Anlegen und nochmal eins, das er attacken kann. Das wären auch wieder 6 dann, was er investieren müsste. Wenn er einen Chose hat, könnte er 3x6 machen. Das macht aber nichts. Nee. Nee, wenn, dann musst du 9-9 gehen, auf jeden Fall. 8 ist gegen Whitebeard zu leicht zum Rauskontern. Guys, you know in overtime. 3 turns for 5 minutes. Nein, kein Swing. Auf Leader. Jetzt entscheidet sie es.
Wenn er das jetzt rauscountern kann, ist GG. Es wäre halt noch ein... Er blockt auf jeden Fall. Hat er noch einen Rush-Waffe auf der Hand? Also das war jetzt gut, dass er blockt hat, weil es könnte ein potenzieller Rush-Waffe kommen. Aber er macht den 9K-Swing mit Nami. Kann er jetzt rauscountern? Oh. GG, guys.